What's up, moin Leute, Vanuri am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit Schnappi Mike im PZT25 und er ist nicht alleine, nein, die üblichen Verdächtigen sind dabei. Chrissy im VK301H und der Linebacker ist auch dabei im Panzer 3-4, alle zusammen auf Stufe 5, ein Heavy und entsprechend zwei Medium Panzer. Kann man durchaus als eine ganz gute Aufstellung ansehen. Wenn man das Ganze richtig gut durchzieht, kann man damit, denke ich mal, einiges reißen. Auch mit einer Heavy 2 Medium Tank Aufstellung. Das ist eigentlich gar kein Problem, Spiele durchaus rumzureißen. Vor allen Dingen als Platoon in einem Top-Tier-Match wie diesem hier zu landen, wo es nur Stufe 5er gibt, ist, denke ich mal, mehr Glück als alles andere. Aber naja. Wir schauen uns mal an, was die drei denn hier so verzapfen. Ja. Wäre schon ganz lustig, sich das anzugucken. Das ist ganz interessant, dass Schnappi hier so weit nach vorne pusht, relativ alleine vor allen Dingen, und dass noch keiner der Gegner es irgendwie hier hingeschafft hat oder auch nur in die Nähe dieser Position geschafft hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo diese ganzen Heavys von den Gegnern eigentlich sind. Ich meine, zwei KV-1er, ein KV-1S, ein UI-Experimental. Die müssen doch hier irgendwo sein. Da ist zum Beispiel der KV-1S und so ein schöner Schuss in die Seite gewesen. Jetzt muss er allerdings aufpassen, der KV-1, der könnte ihn da wirklich, das war knapp, böse, böse wehtun. Zumindest hat er alle Heavys schon mal aufgemacht oder drei von denen. Und die scheinen jetzt wirklich gehirntot, wie sie sind, hier um die Ecke rumkommen zu wollen. Was eigentlich wirklich eine gute Sache ist für die Leute, die da hinter ihm stehen. Die könnten nämlich hier gut draufholzen. Beim KV-1 muss man aufpassen, die Nachladezeit von dem Ding ist ziemlich gut und yep, das war der UI. Jetzt muss er hier gucken, dass er irgendwie wegkommt, vielleicht rumflankt oder sowas, sich da zusammentut mit seinem Kollegen hier Chrissy und den beiden anderen Panzern, die hier mitgefahren sind. Währenddessen ist der Linebacker natürlich hinten beschäftigt, die Gegner auf der anderen nördlichen Flanke aufzuhalten. Eigentlich ganz gute Strategie hier, einmal um die Gegner rumzufahren. Man könnte vielleicht den einen oder anderen im Rücken erwischen, je nachdem wie es halt aussieht. Da kommt zumindest einer zurück. Guter Schuss da. Mit der Premium-Munition, die er jetzt hier schießt, nicht unbedingt verkehrt das Ganze zu machen. Das war die Kette. Bei den Heavys, die hier entsprechend sind, den einen oder anderen Premium-Schuss entsprechend zu schießen. Kann man durchaus machen. KV-1 im richtigen Winkel, frontal und vor allen Dingen auch der UI-Experimental sind wirklich, wirklich, wirklich böse Fahrzeuge. Die Frage ist, was macht der UI jetzt? Dreht er sich um? Das wäre natürlich absolut perfekt, wenn er das tun würde. Schnappi ist hier aufgegangen. Guter Schuss da in den Rücken rein. Natürlich mit der Premium-Munition. Darf man da nicht vergessen. Es wäre jetzt vielleicht ganz, ja, ganz gut, vielleicht umzuswitchen auf Nicht-Premium-Munition. Ich denke mal, aus dieser Position heraus hier braucht man die nicht unbedingt. Auch wenn es natürlich ganz gut ist, den UI hier Stück für Stück rauszunehmen. Oh, da hat das Schwein gehabt, dass das Wrack den Schuss gefressen hat. Nachladezeit vom UI... Entschuldigung. Vom UI ist relativ gut. Ideal wäre es natürlich, wenn er jetzt einen von den beiden rausnehmen könnte. Wunderbar. Und natürlich cool wäre es jetzt, wenn auch noch der KV-1S rausgehen würde. Muss hier allerdings auch noch aufpassen. Da kommen noch ein bisschen Unterstützung noch dazu von den Gegnern. Ein guter Schuss, der hat da nicht gut darauf reagiert. Hätte eigentlich voll zielen müssen, genau auf die Ecke. Vielleicht auch ein bisschen höher über das Wrack drüber, um ihn da entsprechend zu kriegen. Und jetzt hat er natürlich das Problem, dass er zwei TDs vor der Nase hat. Das war knapp. Das hat leider nicht ganz funktioniert. Er muss jetzt gucken, dass er hier irgendwie mal wegkommt mit der Feuerrate von den beiden. Das ist natürlich nicht unbedingt gegeben. Die Stuck dreht sich mit, die macht das ganz clever hier, aber der andere Panzer, da ist die Su-85 schon weg. Und was die Stuck da genau macht, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, die hat gerade ebenfalls die Hosen voll. Kollege 60 GFT, was auch immer das sein soll, kommt von hinten for the rescue. Wunderbar, haben das Ganze geschafft. Fahrer ist raus, deswegen ist der Drehkreis von dem Ding hier jetzt auch so gewaltig. Aber das Spiel ist auch so ziemlich durch. Chrissy hat es nicht ganz überlebt, ist aber draufgegangen mit dem Scharmützel hier hinten, aber das ist, denke ich mal, nicht weiter schlimm und es sieht so aus, als hätte Schnappi auch nicht unbedingt die Lust, da hinten vielleicht noch auf irgendwas drauf zu schießen, beziehungsweise es rausgetappt, hat eigentlich gedacht, dass das Spiel schon ein bisschen früher kaputt durch gewesen wäre, aber na gut,
schöne Runde, angenehme Runde. Hat hier auf jeden Fall gut zusammengearbeitet mit den Panzern, die er auf die Flanke hatte, wenn man sich das Ganze so anguckt. 1, 2, 3, 4, 5 Panzer gegen 1, 2, 3 einzutauschen ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist, denke ich mal, ein ganz guter Handel auf der Flanke hier gewesen. Schauen wir uns mal passend dazu die Endstats an. Am Ende gab es für Schnappi auf jeden Fall die erste Gunmark, das Panzerass, den Großkaliber, den er dazu bekommen hat, mit 1670 Schaden, 4 Kills und 1077 Erfahrungspunkte. Seine Kollegen hier, einmal der Linebacker, hat auf der anderen Flanke nicht so viel erreicht. Dafür hat das der Rest des Teams ziemlich gut durchgepusht, allen voran hier der Cheffy, hat er da wahrscheinlich ganz gut mit unterstützt, ein bisschen was Sichtweite dazu gemacht und zur Not wäre er wahrscheinlich noch gut dabei gewesen, denke ich mal. Ja, Chrissy, es tut einem irgendwie im Herzen weh, aber als Lebenspunkte-Buffer hat auf jeden Fall Chrissy ihren Dienst an der Waffe getan. Das hört sich irgendwie falsch an. Ist auf jeden Fall für den Sieg des Teams draufgegangen. 22.000 Silber plus gemacht und insgesamt 2.294 Erfahrungspunkte bekommen für diesen Sieg hier mit dem kleinen Bonus durch das Premium-Fahrzeug, was ja der T25 in diesem Fall hier ist im deutschen Tech-Tree-Bau. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Nicht vergessen, Replay einschicken. Yada, yada. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Manuel und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.